Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. So, wir haben 3-1 gegen Rostock gewonnen, sind auf den 7. Tabellenplatz vorgerückt und nun geht es in die Länderspielpause und danach gegen den MSV Duisburg. Auswärts im Videotextmodus. Das heißt, wir wechseln erstmal unsere Rotation. Rotation 1 rein. Zack. Das ist die vermeintlich etwas stärkere. Und dann sagen wir mal, weil wir im Videotextmodus spielen, Einsatz 100%. 100%. So. Okay. Und weiter geht's. Duisburg ist 11. Wir sind 7. So muss das. Okay. Okay, Gruner bekommen wir schon mal für Winterpause. Müssen wir mal gucken, ob wir einen aus der ersten aussortieren oder aus der zweiten. Die zweite hat gegen gegen Köln 4-1 gewonnen. So, Angebot für Stürmer. Nö. Den behalten wir ganz schön. Ablehnen. So. Internationale Nominierungen. Haben wir Nationalspieler Jensen und Andersen. Färöer und Färöer. Zwei Färöer-Inselspieler. Ja. Dann ist das so. Daniel Meyer wurde abgelehnt. Ja, alles klar. Den kriegst du nicht. Ne, Kevin Meyer. Links außen. Okay. Links außen. David Stürmer wurde abgelehnt, ist klar. Abu Hanna wurde abgelehnt, ist auch klar. B-Jugend hat 4-1 gegen Köln gewonnen. Sehr gut. Grüner wechselt zu uns. Müssen wir dann mal in der Winterpause gucken, ob wir den in die erste lassen oder in die zweite stecken. Schauen wir mal. So, weiter geht's. International Nominierung. Das ist wieder zu viel zum Lesen, muss gleich gucken. Anthony Modest ohne Gnade, 2 Treffer gegen den 1. FC Köln. Okay. Ist halt so. Haben sie vertickert. So, gucken wir mal. Angebot für Andersen abgelehnt. Autogrammstunde, Nominierungen. Meier abgelehnt. So, dann haben wir hier Trainingsziel erreicht. Das hat der Co-Trainer alles eingestellt, der Jugendtrainer. Okay, alles klar, perfekt. Das hört man doch gerne. So, und weiter geht's, Jungs. Schauen wir mal, wie wir gegen Duisburg spielen. Erstmal hier ist das Schulungszentrum abgeschlossen. Bauen wir am. Weiter am. Woran bauen wir? Na, wisst ihr das? Natürlich im Schulungszentrum. Kann ich aber nicht. Ich muss das Trainingslevel 10 haben. Und medizinische Abteilung 5. Dann machen wir erstmal die medizinische Abteilung. Das ist eh wichtiger. Wellnesszentrum 4. Okay, machen wir erstmal Wellnesszentrum 4. Kommt dann nämlich wieder, um höhere Gebäude zu kriegen, muss andere Gebäude auch erhöhen. Also es ist ein stetiger Ausbau hier bei mir. So, internationale Nominierungen, das ist auch klar. Verletzt hat sich ja wohl keiner. Gehen wir wieder golfen. Und los geht's. Letztes Spiel für diese Woche. So, was haben wir denn da? Ausbau abgeschlossen. Fanartikelverkauf. Gut, dann kommt jetzt die Produktion. Genau, Fanartikelproduktion. Überall, wo es Kohle gibt, das muss erweitert und erhöht werden.
So. Was haben wir denn in den Innenverteidigern? Quenza, 77, okay, dann kommt der in die Reserve und der andere dann in die erste. Alles klar, hat schon erledigt. Gut. Gut zu wissen. So. Privater Bereich. Golfen. Natürlich golfen. Was denn sonst? Und weiter geht's. Neue Trainingsziele erreicht. Sehr gut. Na, gucken wir mal. Ja, das erste Liga ist erstmal irrelevant. So, was haben wir hier? 737 von Duisburg zu 763 von mir. Von uns, wie auch immer. So, gucken wir weiter. Reserve, KFC Oerding gegen 1. FC Magdeburg. Gucken wir mal, wie wir. Kassenprüfung. Seht ihr? Kassenprüfung ergibt einen Fehlbestand von 50.000 Euro. Meine Fresse. Die zweite hat 4:2 gewonnen, sehr gut, gegen Oerdingen. Die haben ihr Trainingsziel erreicht, so. Bitter hat sein Trainingsziel erreicht. Bernhard Bitter. Oh, Name Bernhard Bitter. Macht das mal da weiter. Jo. Okay, weiter im Text. Abgeschlossen. So läuft das und nicht anders, Jungs. So. Und weiter geht's. So, auf geht's in Videotextmodus gegen Duisburg. Nicht im Textmodus, sondern im Videotextmodus. So, mach nass, Alter. Und los geht's. Dann gucken wir mal. 0-0. Immer noch 0-0. Zur Halbzeit auch 0-0. Oh Mann. Macht da langsam keinen Spaß mehr, habe ich gehört. So, das sagt der Co-Trainer an. Und jetzt, Jungs. So. Co-Trainer wechselt aus. Und weiter geht's. Immer noch 0-0. 1-0 für Duisburg. Oh Mann, ey, ich hasse das. Diese Luschen, ey, sind viel stärker und verlieren 1-0, ey. Das ist echt zum Mäusemelken, sag ich mal. Egal, 1-0 verloren, so ist es nun mal. Da können wir nichts dran ändern. Ja, ihr seid sauer. Ich bin auch sauer, glaubt mal. Vielleicht feiern sie mich auch, wer weiß. Ist mir auch egal dann. Müssen wir uns halt einen neuen suchen dann, egal. Okay, keine Nachrichten, das ist auch gut. Keine Nachrichten, gute Nachrichten. So, dann war es das für diese Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes und schönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim Spiel gegen den Karlsruher SC zu Hause im 3D-Modus. Bis dann, ciao.